Aber war das dumm? Das war ja richtig dumm von mir. Pokémon Duel hat sein erstes Special Event und damit willkommen zurück zu Pokémon Duel. Schauen wir uns doch mal an, was dieses Event ist, auch wenn ich es schon ein bisschen angezockt habe. Es ist so, dass Flug-Pokémon ein mehr Movement bekommen, außer Flug-Pokémon mit 3 Movement, weil 4 Movement ein bisschen overpowered wäre. Und Eis-Pokémon plus 20 Power bekommen. Und man kann sich hier Siege farmen und je mehr Siege man bekommt, desto besser ist natürlich der Preis. Aber jedes einzelne Match kostet 20 Energie. Und ihr seht, dadurch, dass meine Energie schon relativ low ist, habe ich schon ein bisschen gespielt. Da ich keine Eis-Pokémon habe und mir trotzdem ein zugeschnittenes Deck bauen wollte, habe ich ein Mono-Flug-Deck gebaut, was ziemlich gut funktioniert, aber mir ist aufgefallen, dass ich meistens am Anfang in die Defensive gedrängt werde. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Ich würde sagen, wir machen einfach ein Match und finden heraus, wie weit wir kommen. Übrigens wird auch die Gesamtsiegzahl gezählt. Das bedeutet auch, wenn man zwischendurch verliert, kann man sich andere Preise erspielen und das können Rare Metals, EX sein, das können kleinere Preise sein, ein paar Gems oder so, aber gerade die Rare Metals oder andere Materialien für Erfahrungspunkte oder Gold oder so, EX, lohnt sich schon zu erfahren und man braucht für das höchste, also für den letzten Preis, auch nur 20 Siege, was definitiv machbar ist, also. Definitiv. Naja, ich weiß natürlich nicht, wie lange es geht, aber wenn es eine Woche oder so geht, sind 20 Siege auf jeden Fall machbar. Und die höchste Siegesserie, die man sich erspielen kann, ist 11. Und so eine 11er-Truhe, die geht dann schon übelst ab. Meine höchste Siegesserie haben wir aktuell mit 3. Musste mich auch erstmal daran gewöhnen. Und wir durften anfangen, ne? Anfang ist ein großer Vorteil in dem Modus. Zapdos ist so broken. Arctos ist höchstwahrscheinlich noch mehr broken, einfach weil es ja zusätzlich noch den Damage Boost bekommt. Das bedeutet, es hat 3 Movement, kann durch die Gegner durch und hat einen 120 Power Move. Was unglaublich broken ist. Zum Glück habe ich noch keinen Gegner gehabt, der Arctos hatte. Leider habe ich selbst auch keinen Arctos. Also mein Tipp an euch ist auf jeden Fall, wenn ihr Zugang zu Arctos habt, benutzt es. Nehmt Arctos so viel ihr könnt. Und wir müssen... Komm, du respinnst, du respinnst, du bist nämlich ein Troll. Schade. Hat er fast gemacht. Aber Glurak zum Beispiel hat jetzt 2 Movement und ist unglaublich stark. Aber da ich mich nicht in eine unglaublich unangenehme Lage bringen möchte, beziehungsweise sogar verlieren, indem ich dieses Lava das nicht kille, greife ich es nicht an. Das wäre halt nicht schlau. Und eben weil, also mir ist auch aufgefallen, Lava, das ist unglaublich stark. Lugia ist stark in dem Modus. Oh, fuck, der kann ja durch mich durch. Was kannst du eigentlich? War das dumm. War das einfach nur dumm. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich greife den Glurak an und hoffe, dass ich ihn kille. Oder ich verwende meinen Goal Block. Ich verwende lieber meinen Goldblock, solange ich ihn noch habe, weil ich möchte halt jetzt nicht schon verlieren. Aber war das dumm? Das war ja richtig dumm von mir. Hätte ich Glurak hier hingesetzt, wäre alles safe gewesen. Da hätte er sein Lautes genauso hier hinsetzen können. Ich hätte ihm darauf folgenden Zug dahin und alles wäre gut. War das dumm? Jetzt benutzt er seinen Ex-Attack. Und greift mich an. Wir haben trotzdem gute Chancen, ihn zu besiegen. Ja, schaffen wir auch. 2 Fire Spins, weil Glurak einfach mega stark ist. Wenn wir jetzt noch gewinnen, dann mache ich entweder gute Plays, hab Luck, oder keine Ahnung, der Gegner ist dumm. Aber war das dumm? Alter. Und das verstehe ich nicht. Wäre Zapdos jetzt gestorben, wärst du in einer unglaublich unangenehmen Lage gewesen. Aber gut, wenn du mich angreifen möchtest. Allgemein glaube ich, dass ich, wenn der Gegner einmal ein bisschen Pech hat, so wie der aktuell spielt, fast schon gewonnen habe.
Einfach weil er greift mich ständig an. Das heißt, früher oder später wird er einfach mal zwei, dreimal hintereinander gekillt. Was dann bedeutet, dass ich dann am Zug bin und freie Bahn mit einem meiner Pokémon habe. Und das darf man eigentlich nicht riskieren. Man greift eigentlich nur an, wenn man selbst in der Offensive ist bei diesem Spiel. Habe ich so die Erfahrung gemacht. Weil es einfach in der Defensive oft viel zu gefährlich ist. Flyway. Was habe ich gesagt? GG. Also, eigentlich nicht GG, weil das dumm war. Also, ich habe zwar einen dummen Zug gemacht, aber unser Gegner hat erst recht nicht gut gespielt. Ist natürlich blöd, dass ich nur 20 Energie hatte und jetzt das passiert ist. Ja, ich habe jetzt mal auf die Uhrzeit geguckt, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt mit Gems meine Energie auffülle, haben wir die Gems nicht hier, da habt ihr es gesehen, der Reward für allgemein. Wenn ich jetzt meine Energie auffülle, kann ich die nicht voll nutzen, weil ich dann noch los muss. Ich würde sagen, wir machen doch ein normales League Match und ich mache demnächst noch eine Folge dazu, die dann kommt, wenn ich im Urlaub bin. Ich fahre nämlich demnächst in den Urlaub. Da seht ihr auch endlich mal dieses Deck in Action. Und ihr seht schon an meinen Trophies, nennt sich das hier Trophies? Hat das hier einen Namen? Dass dieses Deck scheinbar ganz gut funktioniert. Also ich bin fast bei 2000. Die Top-Spieler sind meines Wissens nach, also die, die Pay-to-Win und alles nutzen, die quasi schon maxed out sind, sind bei 2500. Also bin ich nicht so weit weg von denen. Meine Gegner haben auch meistens stärkere Pokémon als ich. Hin und wieder manchmal ein paar coole Pokémon mit dabei, wie Mauzi oder Schuppet oder so. Oder Emolga. Wobei Emolga kann ich voll verstehen in dem Deck. Nein, kann ich in dem Deck nicht verstehen. Ich dachte, Turtok wäre auch stark mit einem Movement, aber es hat ja zwei und ist ein Ticken schwächer. Sonst würde ich sagen, er kann ja zu seinen Killern mit Emolga wohl switchen. Aber was man nicht vergessen darf, McMortar ist broken. Ich hasse es, gegen McMortar zu spielen, weil es so broken ist. Leider haben unsere Pokémon jetzt wieder nur zwei Movement. Außer die beiden, die nicht vom Typ Flug sind, die haben 3. Lol. Aber, Moment mal. Flug-Pokémon mit 3 Movement, gibt's da welche? Ich frag mich gerade, weil das so betont wurde in dem Info zu dem Event, dass nur die Pokémon mit einem Movement auf 2 erhöht werden und die mit 2 auf 3. Aber gibt's Flug-Pokémon mit 3 Movement aktuell? Sicherlich, weil Flug-Pokémon dazu neigen, schnell zu sein. Aber sind die schnellen Flug-Pokémon schon im Spiel eingebaut? Ninjask zum Beispiel ist ja noch nicht dabei. Wobei ich mir Ninjask mit 4 Movements sogar vorstellen könnte. Es wäre zwar extrem broken, weil, stellt euch mal an, ihr fangt an, könnt 3 Felder rücken, 1, 2, 3. Danach könnt ihr nochmal 4 rücken. Seid ihr direkt hier. Nach innen könntet ihr 1, 2, 3. Nach innen könntet ihr sogar in 2 Zügen gewinnen, sehe ich gerade. Das wäre ein bisschen broken, vor allem weil Flyway auf dem Pokémon irgendwie Sinn macht. Und jetzt stört mich, dass er mit Leafeon durchlaufen kann und mich dann stallen kann, aber ich hätte Yveltal hier hinsetzen müssen, wo Ho-Oh steht. Verdammt, war das war auch schon wieder nicht so clever. Und das war dumm. Jetzt habe ich verloren. Jetzt habe ich verloren. Ja, ich habe es verloren. Oh nein, hab ich nicht, weil ich mega viel Luck habe. Ich hätte eigentlich Ho-Oh auf meinen Mittelpunkt da setzen müssen. Einfach weil Leafeon mit 3 Movement hier durchlaufen kann. Aber okay, Hurdlejar. Alles klar. Das war ja mal richtig scheiße gespielt. Mann, das war wirklich mein schlechtestes Match ever. Was kannst du eigentlich? Alter, hätte ich Leafeon eins weiter links hingezogen, hätte ich auch gewonnen. Mann, wie dumm war das? Alter, so schlecht habe ich ja ewig nicht mehr gespielt. Ich habe übrigens schon wieder einen Time Booster Rainbow bekommen. Also dann, auch wenn das echt dumm von mir gespielt war jetzt am Ende, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung. Abonnieren, um nichts zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.